Der erste Redner ist Hermann Brückel von den Freiheitlichen. Es geht in diesem Tagesordnungspunkt unter anderem darum, dass um eine Artikel 15a-Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern, in denen im Zeitraum von 2024 bis 2028 insgesamt 117,2 Millionen Euro Steuermittel zur Verfügung gestellt werden sollen, und zwar Steuermittel dafür, dass man hier Lehrgänge für Erwachsene finanziert, die den Pflichtschulabschluss nachholen können, beziehungsweise damit will man Lehrgänge finanzieren im Bereich der Grundkompetenzen, um diese eben hier zu vermitteln. Grundsätzlich darf ich sagen, dass diese Vereinbarung erstmals im Jahr 2011 geschlossen wurde, und wir Freiheitliche haben damals auch hier mitgestimmt. Es gab dazu einen einstimmigen Beschluss. Wir haben aber damals schon darauf hingewiesen, dass wir als FPÖ es für unbedingt notwendig empfinden, dass es hier eine Kontrolle braucht, dass es eine laufende Evaluierung im Sinne dessen braucht, was bringt dieses Programm, kommen diese Menschen tatsächlich am Arbeitsmarkt unter, was ist der Erfolg insgesamt und so weiter. Und am Ende des Tages verlängern wir heute dieses Programm oder diese 15a-Vereinbarung zum dritten Mal. Wir stopfen ja sehr, sehr viel Geld hinein, aber wir wissen am Ende nicht, was es bringt. Was ist der Erfolg? Wir wissen es nicht. Man tut hier ganz einfach so weiter, wie wir das ja aus den PISA-Testungen kennen, worüber wir gestern schon gesprochen haben. Man erhält ein Ergebnis, man schaut sich's an, aber man reagiert nicht darauf. Und genau das ist ja wiederum der Fall. Es verpufft hier wirklich sehr, sehr viel Geld in ein System, in ein Parallelsystem, nämlich muss man fast sagen, dass man hier aufbaut, neben einem wirklich grundsätzlich guten Bildungssystem, das zwar heruntergewirtschaftet ist, das darf man ja auch so festhalten, aber wir bauen hier eine zweite Schiene auf. Und diese Parallelstrukturen sind aus unserer Sicht ganz einfach nicht notwendig. Wir geben sehr, sehr viel Geld in Österreich für Bildung aus. Im weltweiten Vergleich liegt Österreich, was die Pro-Kopf-Ausgaben je Schüler betrifft, hier ganz, ganz weit vorne. Und gleichzeitig aber ernten wir nicht diesen Erfolg, den wir gerne hätten, weil auch die Visionen fehlen, weil die Vorstellungen fehlen, weil hier der Weitblick einfach nicht hier ist. Es ist eine Loch-auf-Loch-zu-Politik am Ende des Tages ohne Strategie, ohne Weitblick. Und im Grunde genommen ist das sinnbildlich auch für diese Regierung, der es hier einfach am notwendigen Weitblick fehlt. Es kracht und knarrt in unserem ganzen Bildungssystem. Wir brauchen hier keine Generalsanierung, das muss man so sagen. Wir brauchen eine Generalsanierung und hier keine kosmetischen Korrekturen. Insgesamt bei den Lehrplänen, die wir unbedingt hier neu schreiben müssen, genauso wie in der Bürokratie, in der Besoldung. Wir müssen mehr Wert auf die Sprache, vor allem schon in den elementaren Bildungseinrichtungen legen. Das ist unbedingt notwendig. Es geht darum, dass wir Bildung und Leistung in diesem Land so verknüpfen, dass unsere Kinder am Ende des Tages wissen, was sie zu tun haben, dass sie auch eine Perspektive haben und dass sie in die Zukunft positiv gehen können. Die FPÖ fordert eine laufende Kontrolle und Evaluierung des Förderprogramms für Basisbildung und zur Nachholung des Pflichtschulabschlusses, so Hermann Brückel, der Bildungssprecher der Freiheitlichen. Dieses Förderprogramm basiert auf einer sogenannten 15a-Vereinbarung, wie von Brückel angesprochen. Darunter versteht man Verträge, die zwischen Bund und Ländern freiwillig geschlossen werden. Diese Vereinbarungen sind freiwillige Koordinierung, aber sie sind rechtlich verbindlich.